habe die Karte nicht stehlen lassen, weil ich denke, dass die Karte selbst uns töten wird. Nein, sie vergiftet unsere Gedanken. Nun, wir werden sehen. Warten wir ab, was Elbe rumbringt. Warten wir es ab. Ich werde diese Karte in sichere Verwahrung übergeben. Meiner Meinung nach solltest du sie vernichten. Wir verstehen uns. Das Feuer wird sie an sich nehmen. Das meinte ich mit sicherer Verwahrung. Ich möchte eine Menschenkenntnisprobe würfeln. Ja, Erschwert im Zwerg, erschwert im Voltax. Keine Lüge. Ja, na, es kommt 7 Punkte. Er kommt näher 5. Nee, würde ich sagen. 5. Er ist zwar ein Zwerg, aber er ist ein Geode. Aber es ist halt trotzdem nur 5. Ja, gegenüber reden. Er könnte patzen, einigen wir uns darauf, deswegen würfelt er, aber ja, ich glaube nicht, dass das wirklich hier was hinhaut. Ich würfel mal auf Überreden. Ja, also, es ist Überreden. Lügen? Es ist auf jeden Fall nicht Lügen, es ist ja keine. Oh. Ein Punkt, Voltax! warte, kann ich? Ich kann auch auf Überzeugen würfeln, wenn das eher ist. Also, da ich ja nicht lüge. Ich weiß es nicht. Also, Frosty, was möchtest du? Soll ich nochmal auf Überzeugen würfeln? Du willst sie doch gar nicht verbrennen, oder? Deshalb, ich will die nicht wirklich in dem Feuer übergeben, wie man es normalerweise sagen würde, wenn man nicht verbrennt, sondern er will die dem Feuerelementar geben. Richtig. Nein, lassen wir es aber gut sein. Sagen wir, Jalan ist nicht unbedingt misstrauisch, er ist paranoid, aber Voltax ist sein Freund, er hat jetzt keinen Grund, da weiter nachzuhaken. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. Dann nicke ich nochmal und weise Jalan in Richtung der Tür. Ich hoffe, du hast ihm richtig wehgetan. Ich habe ihm gar nicht geschreien gehört. Ich würde sagen, ich trete ihm beim Rausgehen nochmal. auf den Fuß mit der Ferse. Klopfe ich Gonnach auf die Schulter und mache mich wieder in Richtung Bett auf. Ich wollte jetzt noch meinen Elementar beschwören. Also, ist ja nur ein kleiner Elementar, dem ich das mitgebe und ihn dann wieder fortschicke. Okay, was wolltest du ja sowieso machen, nachdem ich weg bin? Richtig. Ja. Aber Gonnach bleibt halt noch draußen, weil. Ja, okay, ja, gut. Magie, dann kannst du ein. Was ist ein kleiner Elementar? Ja, genau, elementarer Diener. Feuer, natürlich. Feuer. Ich habe ja gesagt, ich übergebe es dem Feuer. Ich gucke jetzt gerade einmal, weil ich das auch nicht direkt auf dem Plan hatte. Aber, ja, dann rechne schon mal und genau. Wir machen mal weiter mit Rafim. Möchtest du etwas tun in der Zwischenzeit? Ja, und ich möchte einmal herausfinden, wo Zulamins Pferd steht. Haben wir das an Bord? Das Pferd hätte ich in Janka gelassen, weil ich dachte mir, Pferd an Bord, das wird wahrscheinlich nicht glücklich und deswegen würde Zulamin es eher in Janka lassen. Okay, dann wird Mira mir Modell stehen für meine neueste Schnitzung. Das tut sie, da musst du auch keine abbrechen, Probewürfe. Welche Pose soll es denn sein? Naja, also schon aufrecht mit den Tatzen bedrohlich erhoben, natürlich. Dann geben wir mal eine Abrichtenprobe plus 5, was sie die ganze Zeit Männchen macht oder Weibchen. Ja, sehr schön, Schatz. Ja, du musst ein bisschen und auf wunderbar. Jetzt genau so halten. Ja, das sieht sehr gut wahrscheinlich aus. Wahrscheinlich wird Diamantes oder sowas mit einer Angel Fisch über so einen Mast werfen auf dem Oberdeck, sodass ihr irgendwie noch genug Licht habt und dann greift sie mit den Vorderpfoten die ganze Zeit nach dem Fisch oder versucht es und Diamantes zieht mal wieder ein bisschen nach oben, damit sie dann nicht an den Fisch rankommt und den abreißt. Ja, sehr gut, Diamantes, ruhig noch ein bisschen Leine geben. So, jetzt. Also, 2 Stunden brauche ich. Sie hat ihn gleich, meinst du? Ein Sprung und sie hat den Fisch. Oh, Diamantes, jetzt gib dir mal ein bisschen Mühe, ich muss hier schnitzen. Ja, und ich würde schnitzen. Okay. Mehr würde ich nicht tun. Ja, Diamantes, was besuchst du, wenn du nicht gerade von Rafim eingebunden wirst? Ich werde, weil ich jetzt schon lange nicht mehr auf dem Schiff war, die Geschützmannschaft ein bisschen scheuchen. Und zwar auf dem Batteriedeck wird es Übungen geben. Die Rotzen, die eben noch aufgebaut waren, werden abgeprotzt, also wieder abgebaut. Stehe daneben, zähle nebenbei die Zeiten und das Ganze passiert 5-6 Mal an jeder Seite, sodass jeder mal seine Zeit hatte an dem Geschütz.
und ich mir die Leistung von jedem einmal begutachten kann. Mhm. Ich mache mal eine Lehrenprobe. Lehren, klar. Also funktioniert auf alle Fälle wesentlich besser, auch wenn sie vor wenigen Tagen erst an Bord gekommen sind. Aber die Leistungen in deiner Abwesenheit sind wohl deutlich gestiegen mit dem Kaplan an ihrer Seite. Der hat sie dann auch trotz dessen, dass sie vor Anker lagen, ordentlich gedrillt. Die Rausrotzer von Herrn Nebelklang sind wesentlich besser als die der Maulwürfe, aber die Maulwürfe überzeugen eben durch schnelle Lernfähigkeit und dass sie eben sehr viele Sachen adaptieren können, auch wenn sie sich vorher noch nicht gesehen haben. Und ja, so kannst du auf alle Fälle dann im Oberdeck mit viel Licht, im Unterdeck mit wenig Licht und dann mit irgendwie einem verminderten Deckenboden oder sowas kannst du dann arbeiten lassen und hier und da ein bisschen, und so sind die auf alle Fälle die 17 Stunden gut dabei. Ja, super. Cool. Voltax, deine Rechnung. Ja, also ich habe jetzt mal ausgerechnet. Öffne einfach mal deine Probe. Genau, das mache ich als erstes mal. Ich lasse mir natürlich Zeit dabei. Das sieht sehr schön aus. Ja, 18 Punkte, ist mir egal. Okay. Passt. Und jetzt kommt noch der Kontrollwurf, also je nachdem, welche Umstände von Ort und Zeit gelten, die musst du mir natürlich sagen, aber theoretisch scheitere ich nur mit einer 20. Ja, das sieht gut aus. Okay, du bist kein Feuerelementarist, du bist aber auch kein Wasserelementarist, du hast keine Dämonen gerufen, die Sterne, wir sind keine namenlosen Tage, du hast keine, ja okay, also... Der Elementar erscheint, es ist eine kleine Frau. Ich kenne ja einen Elementar, ein ja. Feuer. Welchen? Feuer. Das war Funkenschlag. Den hatte ich schon einmal gerufen, als wir den Überfall gemacht hatten, falls du dich erinnerst. Wo war das? Das war kurz vor Warung, als wir den Triak-Transport aufgebracht haben. Ja, aber Warung ist doch weit entfernt. Na gut, okay. Kann natürlich sein. Also du rufst und als erstes antwortet niemand. Nach 5 Minuten würdest du aber sagen, dass ich... hast du eine kleine Kerze angezündet oder was hast du gemacht? Genau. Ja, ja, die Kerze wird größer und das Wachs schmilzt enorm schnell. Und aus dem Wachs kannst du sehen, wie sich dann eine Frau formt. Ziemlich klein, aber das Wachs verfärbt sich so ein bisschen. Eben war es noch weiß. Jetzt wird es ein bisschen dunkler und hat so ein bisschen tulabidische Züge. Du kannst sehen, wie sie wohl so ein Horn oder 4 große Hörner auf der Stirn hat, also so eine Hornplatte, würdest du sagen, und feurig rote Augen. Also das sind keine dämonischen Hörner. Und während du dieses kleine Wachsmännchen betrachtest, kannst du sehen, wie sie auch weiterhin brennt, auch wenn es kein Docht mehr gibt. Aber das Wachs ist immer noch in dieser flüssigen Plasmaform. Ja, dann würde ich sie auf meine Hand nehmen und auch zulassen, das heißt, das Wachs auf meine Haut trifft. Du bekommst 1W6 Schadenspunkte. Ja, natürlich. Alles klar. Ich schaue sie mit festem Blick an und spreche dann zu ihr. Oh, Freundin des Feuers, es freut mich, euch kennenzulernen. Ich möchte euch um einen wichtigen Gefallen bitten. Ihr seht, dieses Stück Papier. Es birgt gar große Gefahr. Verwahrt es für mich, solange in sicheren Regionen, die nur das Feuer zu erreichen vermag. Ich will es verbrennen. Gib es mir zum Verbrennen. Nein, du verwahrst es. Das entspricht nicht meinen Aufgaben. Lass es mich verbrennen. Ich gebe dir auch etwas dafür. Nein, mein Wunsch ist es, dass du es verwahrst. Wie lange? Verwahre es für 2 Monde. 2 Monde. Entschuldigung. 2 Monde. Ich werde in einem Mond wiederkommen und will meine Bezahlung. Natürlich. Und in einem weiteren Mond weitere Bezahlung. Nimm dies im Voraus. Damit würde ich hier einen schönen passenden Edelstein raussuchen und in das Wachsbäuchlein drücken. Wird so ein bisschen eingesogen, in die Kerze eingearbeitet, und die Kerze nimmt dann auch die jeweilige Farbe des Edelsteins an. Auf bald. Stell dir vor, was passieren würde, wenn der flammende Flügel dieses Pergament erblicken würde. Mein Preis ist hoch. Nun, aber ich bin bereit, ihn gerne zu zahlen. Du bist wichtig. Dieses Pergament auch. Du musst aufpassen.
Ihr segelt in die Richtung von Schalkatur. Er wird böse sein. Aber ich werde es tun. Hab Dank. Dann würde ich meine Hand langsam so schließen, sodass das Männchen in meiner Hand zerrinnen kann. Du hörst noch ein leises Schalkatur geflüstert und dann zergeht die Kerze und erstarrt in deiner Hand zu einem Klumpen Wachs. Oh, Eis, 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 Eis. Diese Feuerelementare. Etwas heißblütig, aber genau die richtigen für diesen Job. Aber was tust du? Ja, nachdem dieser Piratenkapitän meine Kajüte und mein Schiff verlassen hat, würde ich natürlich sofort in meine Kajüte gehen, mir dabei einen Schiffsjungen greifen und ihm auffordern, diesen Schreibtisch gründlich zu polieren und zu reinigen. Und ich würde dabei daneben stehen und mit Argusaugen diese Arbeit überwachen. Ja, er muss das natürlich alles vom Schreibtisch wegräumen und dann nicht in den Dreck legen. Oder eigentlich wollte er mit einem riesigen Schwamm schon gleich anfangen, während das da drauf liegt, dann über den Dreck und fast hätte er die Sachen nass gemacht. Nein, nicht so. Erst die Sachen, legt sie dorthin und dieses dorthin. Und jetzt macht euch an die Arbeit. Dort seht ihr diesen Dreckfleck. Dort. Und dort. Und dort. Ich mach ja schon. Ich würde dabei unruhig vor diesem Schreibtisch auf und ab gehen. Habt ihr schon gehört, dass Maurecht der Kapitän von der Weltendiskus ist? Was? Macht eure Arbeit und quatscht nicht. Währenddessen klopft es an der Tür. Ja, herein. Abelmir. Ich sehe, ihr sorgt ein bisschen für Ordnung. Dieser Kapitän, dieser Piraten. Ja, was kann ich für euch tun? Ach, ärgert euch nicht. Ich wollte fragen, ob ihr vielleicht ein paar Bögen Papier für mich hättet. Ja, natürlich, mein Liebster. Ich würde zum Regal gehen und mal so 3-4 Pergamentbögen herausnehmen. Braucht ihr noch mehr? Ich denke, das sollte reichen. Dankeschön. Und soll ich euch von dem Kater erlösen, der gerade euer Kopfkissen voll hat? Was? Nehmt dieses Mistvieh mit? Wie kam er überhaupt hier rein? Oh, ich glaube, er ist zwischen meinen Beinen durchgeschlüpft, als ich hereinkam. Immer diese Katzen. Diese Seelen sind so abergläubisch. Ach ja. Ihr findet mich unten in der Kapelle, wenn ihr mich sucht. Ja, ja. Wenn du fertig mit dem Schreibtisch, kümmere dich um das Bettzeug. Ja, Bettzeug. Ich würde mich dann in der Ecke sitzen, mir ebenfalls mal so 1-2 Pergamentbögen nehmen und mal aus meinem Gedächtnispalast, meinen Memoiren oder meinem Gedächtnis sozusagen, mal probieren, alles herauszuforschen, zu greifen, was ich zur Wurzelkaiserin weiß und das mal probieren zu schreiben. Der Wurzelkaiserin seid ihr nie begegnet. Die Wurzelkaiserin ist quasi auch nicht bekannt, weil sie eben unterirdisch läuft und es wenige Übergriffe zumindest auf dem Festland gab. Vielleicht gibt es aber irgendwie Gerüchte, Magietheorien etc. Nein, sie ist gänzlich unbekannt. Okay, alles klar. Also nicht einmal die KGA hatte zu ihren existenten Zeiten Aufzeichnungen zu ihr. Du hast den Namen auch vorher nie gehört, also... Natürlich kann sein, dass es die gibt oder gab oder dass es der Name, der den Kotnasanje gegeben hat, aber das Schiff ist unbekannt, absolut unbekannt. Ich male frustriert mal so ein paar Linien in Geisterabwesen auf dieses Papier. Verdammt, ich muss doch was wissen. Ich blick mal auf. Und, bist du immer noch nicht fertig? Was? Mach weiter. Ich dachte, ihr seid schon gegangen. Macht weiter. Derweil geht Zulamin in ihre Kapelle. Ja, Zulamin nickt im Vorübergehen den Dukatengardisten freundlich zu und geht dann eben in unseren Aves-Schrein, wo sie ja, als sie sich hier eingerichtet hat, diese große Schale am Boden aufstellen hat lassen, über der das Pendel hängt, und lässt sich dann davor auf dem Boden nieder, begleitet von ein paar Katzen. Und versucht dann auf diesen
etwas größeren Papierbögen, die sie sich von Abelmir geben hat lassen, ihre Vision irgendwie festzuhalten. Ja, du kannst sehen, dass das Pendel wohl die Zukunft von Satinov bereits in den Sand gemalt hat. Man müsste sie jetzt noch deuten können. Aber die Katzen legen sich jetzt gerade rein in diesen Katzen. Ja, du kannst auch sehen, wie da wohl ein bisschen Kot drin ist von den Katzen. Haben sie wohl ein bisschen als Scheißhaus benutzt. Und tollen da so ein bisschen rum oder ja. Also der Sand wird anderweitig benutzt. Ja, Zulamin schüttelt den Kopf und murmelt: Ach, das war ja wohl zu erwarten. Und sie beobachtet ein bisschen die Bewegung, die das Mittel macht, aber da ist natürlich die Katze im Weg. Das heißt, sie konzentriert sich dann auf ihr Gekritzel und versucht irgendwie dieses Raumgefühl, das sie während der Vision hatte, zu Papier zu bringen. Hast du Deuten der Zeichen? Nein. Dann kannst du versuchen, deine Prophezeiung so ein bisschen zu Papier zu bringen, auszuformulieren, deine Gefühle niederzuschreiben, so es denn möglich ist. Immer wieder wirst du abgelenkt von den Katzen, die herumspielen im Sand, sich gegenseitig ärgern, beißen. Aber sie sind sehr süß. Ja, das ist okay. Also das erfreut Zulamin auch eher und sie ist ja keine richtig große Künstlerin. Man merkt ihr auch ein bisschen den Ärger an, wenn sie da frustriert dann den Stift beiseite legt. Und sieht dann eigentlich ganz gerne den spielenden Katzen zu und streichelt die und naja, bleibt da halt eine Weile. Dann schreiben wir den 16. runter. Ihr seid von Janka aus an Ras Nefedim, an Harasim und Tor Vassra vorbeigefahren. Immer den Sturm, der auf dem offenen Meer gepeitscht und getobt hatte, konntet ihn aber dank der guten Kenntnisse eurer Kartografin und dem Kaplan umfahren. Weniger wohl an den guten Kenntnissen von Abelmir. Und dann erreicht ihr Elberum. Schon von Weitem könnt ihr die Stadt erkennen, die dort in ihrem weißen Glanz vor euch liegt. Alle Häuser sind mit weißem Stein verputzt und was besonders ist zu dieser Jahreszeit, was Zulamin auch bereits erzählt hatte, ist, dass Feuerschlick vor der Küste liegt und von den Möwen bewacht wird. Just einige Meilen, würdet ihr sagen, habt ihr noch zu der Stadt. Ihr könnt sie bereits schon von Weitem erkennen, wie sie dort schimmert, glitzert und glänzt. Und die Stimmen dringen wohl bereits von der großen Stadt zu euch heran. Da könnt ihr vor euch erkennen, wie der Ausguck eine Person in einem Ruderboot ankündigt, die ihr dann erkennen könnt nach und nach und die euch offensichtlich Signale gibt. Oh, Topgas, was sagen die Signale? Lotsen! Glaube ich. Keine Flaggen an Bord. Aber sie winkt, sie will was. Dann holt sie an Bord. Verstanden, dann muss ihr Kurs setzen. Steuermann, setz Kurs auf den Lotsen. Jawohl. So könnt ihr die weiteren Meilen an sie heranfahren. Sie wird größer und größer und könnt dann erkennen, dass sie dann im Ruderboot sitzt. Wohl noch 2 Meilen, würdet ihr sagen, bis zur Küste. Das Feuerschlick ist immer größer und größer geworden und liegt dann so ein bisschen orange leuchtend vor euch, bis es dann einmal tockt und eine Leiter runtergeworfen wird. Kommt an Bord. Ihr könnt sehen, dass sich eine junge Frau die Leiter hochschwingt, ein Paddel in der Hand, an dem ein Tau dran gebunden ist, woran ihr Ruderboot noch fest ist. Sie reicht das Paddel hoch. Moin, wer hat hier das Kommando? Ich. Wer seid ihr? Du kannst sehen, wie du von der jungen Frau gemustert wirst. Schwarzes Haar hängt ihr so ein bisschen wild den Rücken runter, zieht eine Augenbraue hoch. Okay, ihr habt das Kommando. Ihr seid vor den Feuerschlickfeldern. Ich bin dafür zuständig, dass ihr da nicht durchfahrt. Verstanden? Ich fragte, wer ihr seid. Ich bin die zuständige Lotsin, Saphira. Dann sag das doch. Wie viele Ruderboote kennt ihr, die meilenweit vor der Küste auf euch warten würden?
Nun, es sind schlimme Zeiten, aber kommt an Bord. Ihr dort, macht das Ruderboot fest. Dort ist das Ruder. Steuermann, übergebt das Ruder an die Lotsin. Steuermann, behaltet das Ruder. Dort links. Sie zeigt in Richtung links. Da dürft ihr nicht durchfahren. Wenn ihr jetzt ein Stück weiter nach rechts fahrt, ein gutes Stück weiter, ich sag dann Bescheid. Dann müssen wir links abbiegen, da kommt ein großes Feuerschlickfeld. Vorwärts. Ich muss das immer komisch, ihre Begriffe. Aha, rechts abbiegen. So. Ja, führt das aus, Steuermann. Und weshalb wollt ihr in die Stadt? Für die Nacht des Lichts seid ihr ja ein bisschen spät dran. Welche Nacht des Lichts? Entschuldigt, davon habe ich noch nie gehört. Das Fest der Erleuchtung? Seid ihr gar nicht deshalb nach Elberun ist bekannt dafür? Also eigentlich wollten wir lesen. Ja, das kann man in Elberun, glaube ich, auch. Nun, das letzte Mal, als wir hier waren, war die Stadt vorhin dafür bekannt. Das letzte Mal war sehr schön und wir würden uns freuen, wieder in die Stadt zu kommen. Es ist ja so eine schöne Stadt, nicht wahr? Ach so, ihr wart schon einmal da. Na, dann wisst ihr ja, wo ihr langfahren müsst. Nein, nicht mit dem Schiff. Wir waren schon einmal unterwegs vorbeigekommen. Gewissermaßen mit ein paar anderen Mannen. Man könnte sagen, in wichtiger Mission. Ja. Okay. Sie würde sich wieder euch abwenden, dem Steuermann noch mal den Kurs ein bisschen korrigieren lassen und dich dann auch noch mal mustern, Boltax. Da wird die Augenbraue nicht ganz so hoch gezogen und wird sich dann weiter mit euch unterhalten wollen, was ihr denn lesen wollt. Och, nun ja, wir interessieren uns für dies und das und verschiedene historische Aspekte der, der aranischen Geschichte und der aranischen Heraldik und Mythologie. Mhm. Genau. Wenn nicht wahr, Kapitän? So kann man das doch sagen. In der Tat. Nun, also habt ihr gar kein Interesse an dem Feuerschlick? Es ist ein interessantes Phänomen, aber... Ihr seid hier, um eure Ernte zu schützen, nicht wahr? Ja. Also wie gesagt, Feuerschlick konsumieren ist nur erlaubt während der Nacht des Lichts. Ja, also... Ein Feiertag der Gesinde. Ja, aber man kann natürlich... Also niemand wird das natürlich machen, aber es gibt schon Leute, die... Ihr müsst verstehen, dass das Fest ist jedes Jahr sehr ausgelassen. Es wird gefeiert, es ist eine schöne Zeremonie, aber... Naja, es sind immer noch Drogen. Man... Ja, es läuft nicht immer alles glatt. Es brodelt immer noch sehr in der Stadt. Die Stimmung ist aufgeheizt. Wir werden uns natürlich entsprechend aller Aufheizungen vorsehen. Nicht wahr? Erklärt uns doch noch einmal, bitte, warum ist es nur erlaubt, während dieses Festes Feuerschläge anzunehmen? Mein Herr, wer ihr kennt Feuerschlick? Es ist eine Alge, die hier wächst. Sie leuchtet im Dunkeln, wenn ich mich nicht täusche. Als Pulver zum Beispiel, es ist mehr eine Art Droge. Ihr könnt davon Dinge sehen. Nun, wäre etwas solches dann nicht eher der Ägide der Reiherkirche zu überlassen? Naja, die Kirche hat doch ihr Monopol darauf. Sie erlaubt uns einmal im Jahr zum Fest. Nun seht ihr, das ist doch eine brauchbare Antwort. Was ist das denn wert, dieses Feuerschlick? Da bin ich jetzt überfragt, aber auf jeden Fall. Fahrt da nicht durch. Steuermann, links. Auf jeden Fall, links. Passt doch auf.
die Kirche, hier sind Effert. Die drehen mir den Kopf um, wenn wir da jetzt durchfahren. Ganz scharf links. Pass doch auf. Diamantes. Das ist auf jeden Fall wertvoll. Ey, Diamantes. Es ist nie im Leben irgendeine Lotsin. Die redet von links und rechts, anstatt dass sie sowas wie Steuerbord, Backbord benutzt. Irgendwas stimmt mit der nicht. Ich weiß, ist mir aufgefallen. Sie will uns unbedingt von diesen Feldern weghaben. Ja, das kann ich verstehen, da hat sie tatsächlich recht. Es ist verboten, durch die durchzufahren, oder... aber das bekommt jeder befähigte Seemann bekommt das hin. Vielleicht können wir ihr noch ein bisschen auf den Zahn fühlen. Saphira war euer Name, richtig? Seit wann seid ihr denn hier schon Lotsin in Auftrag der Stadt? Nein, im Auftrag der Kirchen. Hesinde und Effert. Also wurdet ihr vom Tempel hier in der Stadt angeheuert? Oder wer genau hat euch den Auftrag gegeben? Ja, die Tempelvorsteher, denen ist das sehr, sehr wichtig. Wisst ihr, es gibt ja Leute, die auch einfach nach dem Fest noch verbotenerweise rausfahren und sich dann eigene Vorräte besorgen wollen. Aha, das ist wichtig zu wissen. Gut, dass ihr uns darauf hinweist, wir wollen ja nichts Verbotenes tun. Wir müssen ja, weil wir ein großes Schiff sind und so, auch immer um den Segen der Effertkirche bitten. Wie heißt denn der Tempelvorsteher vom Effert-Tempel? Könntet ihr uns da weiterhelfen? Das kann ich euch nachher sagen. Ja, alles gut, es hat jetzt keine Eile. Redet dann am besten einfach mit dem Kapitän. Der ist ja für sowas zuständig und so weiter. Und ansonsten, was ist gerade so in der Stadt los? Erzähl doch mal einen Schwank.